Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie den sogenannten Indexdienst unter Windows 7 abschalten können. Dieser Indexdienst ist keiner dieser Dienste, die unauffällig im Hintergrund arbeiten. Jede Dateioperation, die wir durchführen, schreibt er mit, denn er muss, sofern wir das überhaupt wünschen, immer auf dem aktuellen Stand bleiben. Wenn wir dann irgendwann mal eine Datei suchen, sollen wir diese aufgrund des Indexdienst wesentlich schneller finden können. In der Theorie soll das sogar so weit gehen, dass wenn wir nur nach einem Text innerhalb einer Textdatei oder einer E-Mail suchen, dass diese E-Mail oder eben die Textdatei trotzdem immer noch gefunden wird. Eben weil der Indexdienst auch den Inhalt von Textdateien und E-Mails indexiert. Und da wir jede Menge Mails und Texte auf unserer Festplatte haben, gibt es auch eine Menge für den Indexdienst zu tun. Bis dieser meine 40.000 E-Mails, die sich in den letzten 15 Jahren angesammelt haben, indexiert hat, ist im wahrsten Sinne des Wortes wahrscheinlich Weihnachten vorbei. Und da sind wir bei dem Punkt, warum wir diesen Service eventuell abschalten wollen. Er indexiert also jede Datei, jede E-Mail, jeden Brief und so weiter. Und jetzt stellt sich die Frage, wie oft suchen wir nach etwas, von dem wir praktisch überhaupt nicht wissen, wo es sich befindet? Denn wenn wir zum Beispiel nach einer ganz bestimmten E-Mail suchen, dann kann es durchaus sinnvoller sein, das Ganze direkt im Thunderbird oder Ihrem E-Mail-Client durchführen zu lassen, weil dieser halt nur die entsprechenden E-Mails prüft. Das gleiche vielleicht für Texte, die können Sie dann direkt mit Ihrer Textverarbeitung, die höchstwahrscheinlich eine gleiche Funktion bietet, direkt dort durchsuchen zu lassen. Es macht keinen Sinn, von irgendeiner Anwendung, nur weil Sie einen Brief suchen, auch noch gleich die E-Mails mit prüfen zu lassen. Das heißt, das Szenario, dass ich mal eben alles durchsuchen möchte nach einem Textfragment, das muss schon ungefähr so aussehen, dass ich nach mit freundlichen Grüßen suche und ich weiß nicht mehr, ob ich das damals in einer Textdatei oder in einer E-Mail gefunden habe oder ob die Datei entsprechend hieß. Mit freundlichen Grüßen. Nur dann macht es eigentlich Sinn, alles blind zu durchsuchen. In anderen Videos haben wir schon andere Programme vorgestellt, unter anderem Everything, was wesentlich besser geeignet ist als Suche. Insoweit wieder die Möglichkeit, wir brauchen nicht diese Universalkeule und andere Tools können das Gleiche und besser. Es sei denn natürlich, wie gesagt, wir wollen einfach alles absuchen. So, wenn wir nun den Indexdienst abschalten wollen, dann klicken wir ganz kurz auf unseren Startbutton, gehen auf die Systemsteuerung, gehen auf System, gehen auf Verwaltung. Da habe ich mich jetzt verklickt. Nochmal Verwaltung. So, dann haben wir hier Dienste. Da klicken wir drauf. Schieben wir das mal was nach oben. So, und als nächstes brauchen wir Windows 7. Da ist der Windows 7 und hier kriegen wir als Infotext, stellt die Inhaltsindexierung und die Eigenschaftszwischenspeicherung und Suchergebnisse für Dateien, E-Mails und andere Inhalte bereit. So, wir machen einen Doppelklick auf den markierten Eintrag, dann kommen die Eigenschaften. So, dann können wir hier erstmal auf Beenden klicken, dann wird der Dienst beendet. Dauert einen Moment. So, und um sicherzustellen, dass er beim nächsten Start nicht wieder mitgestartet wird, ändern wir den Starttyp über dieses Pulldown-Menü auf Deaktiviert. So wie ich das jetzt gerade hier schon gemacht habe. So, nachher auf Übernehmen, auf OK klicken und das war's. Okay.